Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario Party Advance. Im letzten Part durfte Peach einige weitere Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel hat sie einen Banküberfall aufgeklärt. Wir haben noch einem Pinguin dabei geholfen, im Spielsaal zu gewinnen, damit er sich einen Verlobungsring für seine Geliebte kaufen kann. Und Baseball haben wir auch noch gespielt und noch mehr. Und jetzt in diesem Part will ich ganz gerne dann zu Bowser gehen mit Peach und ein paar weitere Bowser-Aufgaben erledigen. Und auf dem Weg könnte ich auch noch andere Dinge machen. Zum Beispiel hier in der Horrorzone beim Boohoo-Friedhof vorbeischauen. Machen wir gleich mal. Ja. Hallo ihr. Hihihi, ach, es ist furchtbar. Löse den Fall und du hältst ein Giddling. Natürlich. Waschechte Boos. Ich sollte sogar, glaube ich, eher an den Rand hier gehen. Weil es nämlich wichtig ist, dass wir alle vier Boos auch schön sehen können. Ich erzähl dir mal, was passiert ist. Was geht hier vor sich? Wer bist du? Ich bin Schwemlock von Toadland, ja. Ja, der kommt oft vor in letzter Zeit, aber ich finde ihn ja cool. Warum nicht? Ich habe jemanden rufen gehört. Hihihihihi. Die Hilfe können wir brauchen. Darum bin ich hier. Was ist geschehen? Unsere güldene Boohoo-Büste ist weg. Güldene Boohoo-Büste? Wir haben sie auf den Friedhof versteckt. Das dachten wir, aber jetzt ist sie weg. Ich vermute, sie wurde gestohlen. Sie müssen sie finden. Unsere Büste. Sie ist das Symbol unserer Freundschaft. Das stimmt. Wir drei Boos sind... Eins, zwei, vier, drei? Hm? Moment, drei Boos? Eins, zwei, drei? Wir sind vier. Seit wann sind wir zu viert? Nur eine Vermutung. Einer von euch war's. Wer es auch getan hat, ist ein falscher Boo. Okay, wer ist der Betrüger? Peach, hilfst du mir? Gerne. Schön, schön. Nun, sieh dir die Boos an. Die Bewegungen verraten den Betrüger. Was, hä? Seht ihr einen Unterschied? Ist nicht so einfach zu entdecken, weil es auch nicht immer exakt gleich ist. Aber es gibt einen Boohoo, der manchmal ein bisschen andere Bewegungen macht. Entweder die Drehung in eine andere Richtung oder auch mit den beiden Händen so nach oben, auch in die andere Richtung. Seht ihr es? Finde heraus, wer es war. Ich glaube, es ist der Linke. Mini Bowser! Huch, erwischt. Nichts wie weg. Halt, Momentchen. Na, dann gehe ich mal. Yay! Jetzt kann ich auch wieder nach links oben. Hihihihi, danke für deine Hilfe. Du warst großartig. Vielen Dank. Als Belohnung nimm dieses Giddling. Yay, dankeschön. Vorhersage. Dieser Kram fliegt gerade vom Himmel. Das habe ich gerade auf dem Boden gefunden. Wenn du alles wieder einsammelst, dann kommt die Partywelt wieder in Ordnung. Yay, wunderschön. Eigentlich wäre es passender gewesen, wenn ich die Aufgabe mit Luigi gemacht hätte. Aber es gibt noch ein paar weitere Aufgaben hier in der Horrorzone. Und die werde ich dann auch mit Luigi machen. Ja, 25 Aufgaben erledigt, die halbe Miete. Ich öffne also die nächste Röhre. Genau, die Hälfte der Aufgaben haben wir jetzt erledigt. Am Ende der Röhre wartet meine Aufgabe. Du musst den Bowser-Gang-Boss besiegen. Beende die Aufgabe und erhalte zwei Giddings. Oh, zwei gleich. Richtig gehört, gleich zwei davon. Viel Spaß. Für die nächste Röhre erledige 5 Aufgaben. Bis dann. Yay! Gut. Dann werde ich mich gleich mal auf den Weg machen zu Bowser, weil wir können gleich wieder zwei Aufgaben erledigen. Und das werde ich dann mit Peach machen. Aber erstmal eine Pilz-Bonus-Runde. Nämlich mit... einem neuen. Sehr gut. Und zwar Riesenzwille. Oben, unten, A, B, Zwille spannen. Ah genau, das war glaube ich ganz lustig. Drücke A und den B-Knopf, um den Schub zu steigern und nutze die Windhosen. Okay, genau, ich muss A und B abwechselnd schnell drücken, glaube ich. Und dann danach halt auch noch fliegen und möglichst weit kommen oder so. Das war gar nicht mal so gut, glaube ich. Genau, aber schön auch die Windhosen ausnutzen. Sowohl die, die mich nach oben treiben, als auch die, die mich dann horizontal entlang treiben.
Ich verliere ein bisschen an Power, okay. Hui! Aber da unten kommt schon bald der Boden, aber 5000 haben wir geschafft. Okay, das war ja unser Ziel. Irgendwann geht halt dann der Saft aus. Aber Peach kann doch schweben eigentlich. Na gut. Yay! Okay. Ja, ist auch ganz lustig, das Minispiel. Aber gut, ich bin mir gar nicht sicher, ob da in der Luft auch irgendwelche Hindernisse dann kommen, denen man auch noch ausweichen muss. Das weiß ich gar nicht sicher, das wird es noch spannender machen. Aber bin ich mir gar nicht sicher. Der Duellturm ist ein guter Trainingsort. Es geht zur Sache, aber dafür lernt man viel. Hm. Ja, ist ein bisschen weit weg, aber irgendwann werden wir da auch noch vorbeischauen. Na, ich gehe jetzt mal kurz zu Bowser. Also diesen Weg hier muss ich entlang laufen. Da kommt auch keine neue Aufgabe mehr, deswegen ich gehe ganz kurz hin. Moment. So, und da bin ich. Hier beim Röhrenhaus. Bei Bowser. Hallöchen. Dies hier ist Bowsers Röhrenhaus. Willst du das Skilling-Sprung in die Röhre? Für die nächste Röhre erledige 5 Aufgaben. Okay. Wir haben sogar eine rosane oder pinke Röhre. Das passt ja perfekt zu Peach. Gerne. Und dann danach eben die graue da. Und nochmal eine Bonusrunde, jawohl. Und hier ist sogar nur ein Feld dazwischen. Das dürfte also recht schnell gehen. Ich glaube, das ist sogar die Liebesaufgabe. Hier. Kettenlauf, das haben wir schon 1000. Ah ne, das ist das hier. Ja, dann okay. Das haben wir erst zum zweiten Mal. Da werde ich es zeigen. Obwohl das sehr, sehr einfach ist. Das ist eins der einfachsten. Also wenn das nochmal kommt, dann würde ich es auch rausschneiden. So. Wie geht man mal verstecken? Hier, okay. Genau, schnell laufen kann ich auch. Weil vor allem ist es ja eben kein Problem, wenn ich erwischt werde. Ich glaube aber, wenn ich langsam laufe, dann wachen sie nicht so schnell auf oder so, die Kettenhunde. Weil den rechts habe ich jetzt nämlich nicht aufgeweckt. Ja, oder vielleicht auch doch, keine Ahnung. Egal. Ist sowieso egal, weil einfach entlang rennen und immer dann ganz kurz verstecken, geht halt locker. Und selbst wenn man mal erwischt wird, ist ja auch kein Problem. Also hier hat man mehr als genug Zeit und das ist echt sehr, sehr einfach, diese Aufgabe. So, easy. Okay, ab dem nächsten Mal wird das auch rausgeschnitten, das Minispiel. So viele neue fehlen jetzt nämlich, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ein paar aber schon noch. Ich glaube, es gab immer noch ein paar Mal häufiger Fragezeichen bei den drei, die zur Auswahl immer stehen. Also ich glaube, ein paar neue gibt es schon noch. Robocoupa ist ein wahrer Zahlenakrobat. Genau, das wissen wir ja schon. Das haben wir schon mal vorgestellt bekommen. Ich bin gut in Mathe. Da will ich auf jeden Fall auch noch hin. So, nee, wie hieß kurz? Hier genau, Romantikpfad. Mhm. Eine Liebesaufgabe für Bowser. Yay. Willkommen auf Bowsers Romantikpfad. Nett von dir vorbeizuschauen. Ich bin der Meister der Romantik. Hey, Meister. Lass mich raten. Du forderst mich heraus. Erraten. Perfektes Geschenk. Wenn du gewinnen willst, verlange ich von dir das perfekte Geschenk. Ein Geschenk, das mein kaltes Herz erfreut. Dafür gebe ich dir dann ein Gilding. Kostenlos. Schaffst du das? Ist nicht einfach. Ja, sicher. Jetzt bist du fällig, Freundchen. Geh zum Itemladen und such mir ein Geschenk. Eine Kette, einen Ring oder einen Armreif. Kette, Ring oder Armreif. Hör mir zu und finde raus, was ich will. Hier, errate des Meisters Vorliebe. Ruhe da. Also gut, hör genau zu. Psst. Ja, gut, also. Meine Vorlieben. Schwierig. Ich mag Ringe lieber als Ketten. Warte. Ich mag Armreife genauso wie Ketten. Hm. Ringe lieber als Ketten und Armreife genauso wie Ketten. Aber ich mag Ringe lieber als Armreife. Ja, das war davor eh schon klar. Das hat es noch eindeutiger gemacht. Alles verstanden? Dann sage ich es eben noch einmal. Yeah, noch einmal. Hör aufmerksam zu. Ja, gut, also meine Vorlieben. Schwierig. Ich mag Ringe lieber als Ketten. Und ich mag Armreife genauso wie Ketten. Das reicht eigentlich schon. Dadurch ist es schon eindeutig bestimmt. Aber hier macht es noch eindeutiger. Und Ringe mag ich lieber als Armreife. Ach ja, habe ich schon gesagt, dass ich Ringe auch lieber als Ketten mag. Ach übrigens, Ringe mag ich am meisten. Bring mir irgendwas. Alles verstanden? Geh jetzt und kauf mir ein schönes Geschenk. Oh, ich bin gespannt, was du anschleppst. Ich auch, ich auch. Ja. Genau, das ist, glaube ich, auch die einzige Bowser-Aufgabe, bei der man woanders hingehen muss. Bei der man etwas kaufen muss. Deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass hier nur ein Minusfeld dazwischen ist. Weil man eben hier ein bisschen entlang latschen muss. Holy shit. Entlang latschen muss. Hier zu Bowser hin, dann zum Itemladen und dann zu Bowser zurück. Werde ich mal kurz machen. Wenn was Interessantes passiert auf dem Weg, werde ich zeigen. Aber sonst nicht. Yay, schon wieder eine Bonusrunde, aber eine Spezialrunde sogar. Und alle schon bekannt. Und zwar Fischfang haben wir. Ja, das hatten wir erst einmal davor. Na gut. Dann zeige ich das auch nochmal. Bin ich da? Ne, da bin ich nicht im Weg. Passt. Der da.
Ich glaube sogar, das Muster ist immer gleich, nämlich immer zweimal R, zweimal L, zweimal R, zweimal L und so weiter. Also selbst die Kombination ist dann nicht mal anders, zumindest bei den großen Fischen. Bei kleineren Fischen, da ist er ja auch kürzer vor allem. Und da kommt vielleicht auch schon eine andere Kombinationsart, bin ich mir nicht sicher. Aber wenn man halt einen der größten haben will, dann ist es glaube ich eben auch immer zweimal R, zweimal L, zweimal R, zweimal L. Also auch nicht wirklich spannend, das Minispiel. Aber gut. Und da bin ich, beim Itemladen. Was war's jetzt nochmal? Ring lieber als Kette, Kette genauso wie Armreif und Ring lieber als Armreif. Das muss ja auf jeden Fall ein Armreif sein. Mr. Bowser kündigte dein Kommen an. Was denkst du, würde er wohl wollen? Ein Ring. Also da steht sogar Halskette jetzt. Jetzt war ich kurz verwirrt, weil er hat ja immer nur von Kette gesprochen, oder? Glaube ich. Ich muss mal überlegen, ist da doch sogar irgendein Trick dabei, aber das war schon zu banal. Aber nee, ist glaube ich schon der Ring. Passt schon. Willst du wirklich den Ring kaufen? Mhm. Exzellenter Geschmack. Ein tolles Geschenk. Yay, du erhältst einen Ring. Und noch ein Minispiel. So, aber jetzt haben wir doch einige Bekannte immer. Nämlich Wegweisen. Das, oder? Ja, ich glaube, das hatten wir sogar auch erst einmal. Ist der Parcours derselbe? Ja, ist er. Ja, ich habe ja gesagt, ich zeig's beim zweiten Mal immer noch, ne? Na gut. Vielleicht kann ich jetzt irgendeine coole Speedrun-Route finden oder so. Die mich ganz, ganz schnell ans Ziel bringt. Aber ich nehme an sich, glaube ich, denselben Weg wieder vor. Obwohl es ja hier möglich ist, auch ein bisschen verschiedene Wege zu nehmen. Aber hier beim leichten Parcours, da ist es wirklich überhaupt kein Problem. Habe ich ja schon oft erwähnt, dass bei den schwierigen Parcouren, dass es dann da schon eventuell nicht so einfach ist, aber hier schon. Aber das hier ist ein anderer Weg, den ich jetzt nehme. Okay, der ist sogar besser. Okay, easy. Yay. Gut. Aber wir haben auf jeden Fall gleich ein neues Minispiel, nämlich bei Bowser. Weil bei Bowser gibt es ja auch immer dann am Ende, wenn wir die eigentliche Aufgabe erfüllt haben, noch ein Mini-Bowser-Spiel. Und das sind ja auch Minispiele. Und da haben wir auf jeden Fall gleich ein neues. Alter, ich würfel halt auch so einen Bockmist. Jetzt habe ich einfach zweimal in Folge eine 1 gewürfelt. Ich dreh durch. Oh Gott! Und jetzt... Nein! Okay, jetzt haben wir zum allerersten Mal, ich habe schon so oft erwähnt, auch mal ein random Event. Denn manchmal, wenn man so entlang fährt, dann kommt einfach Bowser Jr., nicht Bowser Jr., Mini Bowser und macht verschiedene Effekte. Tata, ich bin's, Mini Bowser, ich lebe hoch. Mensch, dass ich dich hier treffe. Schlechtes passiert, wenn man mich trifft. Mal sehen, was tue ich dir Schlechtes? Was kann ich dir jetzt Schlechtes tun? Spielen wir Schere, Stein, Papier. Gewinnst du, tue ich dir nichts. Verlierst du aber, los geht's. Schere, Stein, Papier, los. Der gute alte Stein, den schlägt niemand. Papier, verdammt. Haha, gewonnen. Okay, Meister, ich bin bereit. Showtime. Gut gemacht, Mini-Bowser. Ich nehme dir einen kostbaren Pilz weg. Einfach so. Bis später. Ja, ist nicht so schlimm immerhin. Aber genau, das war eins von den Sachen, die da passieren können. Und wenn Mini-Bowser halt erscheint, dann können auch andere Dinge kommen. Andere, die sogar in bestimmten Situationen noch schlimmer sein können. Aber das sehen wir bestimmt auch noch alles. Und noch ein Minispiel. Nämlich Affenrettung. Das hatten wir auch erst einmal davor. Ja, heute ist auch der Part der Minispiele, weil ich hier ewig lang entlang laufen muss und weil ich gerade enormes Würfelpech habe. Ich schaff's auch nie, auf den Würfelblöcken irgendwie zu landen. Das ist gerade alles nicht so ganz optimal, aber gut. Ja, aber auch das hier ist ja nicht so mega schwer. Man muss halt aufpassen, wenn man mal einen übersieht, dann hat man eventuell schon ein Problem. Aber wie gesagt, man hat ja sogar ungefähr eine Bahn, an die man sich halten kann. Das war gar nicht so eindeutig, also sieht man nicht sofort. Aber eben die tiefen Stellen im Wasser, die dunkleren Blaus, da muss man eben am besten entlangfahren. Muss man natürlich nicht, man kann auch woanders entlangfahren. Aber hier an dieser vorgeschlagenen Route entlang zu fahren, ist trotzdem keine schlechte Idee, weil halt hier alle Affen sind. Und wenn man halt irgendwie anders kreuz und quer durch die Gegend fährt, dann könnte man eben recht leicht mal auch einen verpassen. Aber so halt nicht. So, jetzt werde ich es hoffentlich gleich mal zu Bowser schaffen, verdammt nochmal. Okay. Puh. So, los geht's. Und jetzt, nimm den Ring. Glänzend. Oh, so wunderschön. Oh. Bowser ist völlig von den Socken. Momentchen, spielen wir ein Minispiel. Schaffst du es, gebe ich dir ein Gidding. Das war jetzt auch sehr komisch irgendwie, weil da hätte er noch zumindest halt den Ring speziell auch erwähnen können. Irgendwie, naja. Nur für dich. Vermassel es und du gehst leer aus. Dann musst du nochmal von vorn beginnen.
Genau, ich glaube, wenn wir das verkacken, dann müssen wir sogar die ganze Ringaufgabe nochmal neu machen. Also nochmal zum Itemladen hin und nochmal einen Ring holen. Habe ich gar keinen Bock, also bitte schaffen. Schleicher, oh Gott, Schleicher ist gar nicht so einfach. Schleicher an den Minibossern vorbei. Wie viele Minibosses sind in diesem Spiel? Die Anzahl der Minibosse beträgt 48. Ist das alles? Ha. Beginnen wir das Minispiel. Oh Gott, oh, ich will nicht verlieren. Links, rechts sprinten. Schleich unentdeckt an Minibowser vorbei. Nutze Säulen als Versteck. Mhm. So, los geht's. Ja, wenn ich einmal erwischt werde, dann war's das. Und das Gemeine ist, dass die, ja, dass die häufiger auch mal irgendwie antäuschen können oder so. Verschiedene Farben verhalten sich auch wieder verschieden. Und ich habe, es sind halt recht viele, an denen ich jetzt vorbeikommen muss. Und ein Zeitlimit haben wir ja auch. Sprinten kann ich eben auch. Oh Gott. Genau, ich glaube, die Roten drehen sich ein bisschen schneller um. Und hier muss ich halt jetzt ganz schnell entlang, weil hier eine große Fläche ist. Also, aber stimmt, man kriegt auch manchmal Zeit dazu. Okay, okay. Aber das ist trotzdem eins der schwierigsten Mini-Bowser-Spiele. Und eins der stressigsten. Was macht der Blaue besonders? Nicht sicher. Aber irgendwas macht er auch besonders. Glaube ich. Ist es nicht so, dass der sich manchmal irgendwie so doppelt umdrehen kann oder so? Oder halt eben antäuschen kann? Hm. Und hier sind jetzt zwei. Puh. Aber ist trotzdem cool, das Minispiel. Weil das wirklich nämlich mal nicht so einfach... Oh Gott. Nicht so einfach ist. Und die meisten anderen Mini-Bowser-Spiele sind eigentlich wirklich ganz okay. Aber hier muss man schon echt konzentriert sein. Wie gesagt, ein Fehler und dann war's das. Und hier kriegt man durchaus auch Herzklopfen. Weil es ist halt vor allem so, dass viel auf dem Spiel steht. Weil ich nicht die blöde Ringaufgabe nochmal neu machen will. Auf gar keinen Fall. Jetzt wäre ich sogar fast zu weit gelaufen. Das darf einem halt auch nicht passieren, dass man versehentlich mal zu weit läuft oder so. Das wäre auch sehr schlecht. Also immer schön hinter den Säulen platzieren. Ist auch cool, wie Peach immer so ein bisschen hervorguckt. Ist ganz lustig. Ja, komm. Okay, ich glaube, die Blauen, die bleiben einfach länger in meine Richtung gedreht als alle anderen, oder? Das ist, glaube ich, der Unterschied bei denen. Und die Roten können sich ein bisschen schneller umdrehen. Glaube ich. Okay. Wir dürften auch gleich wieder einen Zeitbonus bekommen. Der ist auch sehr wichtig, weil sonst könnte es ein bisschen eng werden. Weil ich spiele schon ziemlich vorsichtig, aber ist mir auch recht so. Okay. Ich glaube, alle 10 haben wir immer einen Zeitbonus bekommen, oder? Genau, okay. So, nochmal ein bisschen Action. War jetzt ein bisschen risky, aber alles gut. Okay. Da jetzt keine Fehler mehr machen. Nochmal. Okay. Puh. Puh. Da-da-da-da-dum. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, mit 99, da ist das dann noch stressiger. Aber es ist ja immerhin so, dass man alle 10 auch wieder einen Zeitbonus bekommt. Also bei 99 würde ich halt auch häufiger einen Zeitbonus bekommen. Und deswegen ist es halt dann gar nicht unbedingt schwieriger, man muss halt dann aber ein bisschen länger dafür durchhalten. Aber vom Zeitlimit her ist es eigentlich nicht wirklich schwieriger. Wenn man ja auch eben häufiger einen Zeitbonus dazu bekommt und so. Ja. Du hast geschafft. Meister, was ist los? Ich bitte, nimm dieses Gidding. Nimm es schon. Tadam. So, und zwar Pilze picken. Pilze picken ist ein Spitzengiering. Damit kannst du viele Pilze züchten. Ja, tonnenweise. Mist, ich mochte dieses Gidding sehr. Die leckeren Pilze, da gehen sie hin. Seit wann mag Bowser denn Pilze eigentlich? Die mag doch nur Mario. Wir sehen uns wieder, ich vergesse nichts. Okay. So, Romantikfahrt, ein bisschen nervig. Aber gut. Auch das haben wir geschafft. So, und die nächste Bowser-Aufgabe machen wir auch noch. Die dürfte auch nicht so lange dauern. Die Gerüchte über einen Schatz gehen rum, aber niemand kennt die genaue Wahrheit. Noch ein Mysterium. So viele Mysterien. Gut, dann jetzt gleich noch die graue oder schwarze Röhre. Eher grau, oder? Eher grau. So. Ja. Wo ist mein Cursor? Hier. Sieht man nicht. Weil ich ihn verdecke, aber da geht's hin. Okay. Und noch eine Spezialbonusrunde. So, was haben wir? Ja, oder gibt es doch keine neuen mehr? Hm.
Bubai. Das hatten wir auch erst einmal. Na gut. Aber das ist, ganz, ist ein bisschen blöd, weil irgendwann werde ich dann nur noch Minispiele rausschneiden. Wenn wir die alle dann zum dritten Mal hatten. Aber gut. Ich glaube aber eigentlich schon, dass es noch zumindest ein neues gibt oder so. Hm. Naja. Okay, das ist perfekt. Zwei blaue. Gibt sogar Kombo-Punkte, genau. So, bam. Ja komm, warum ist er jetzt nicht hochgegangen? Oh Gott. Das war sogar jetzt ein bisschen knapp. Okay. Nein, geh da rein. Okay, passt. Ja, das ist schon mal fies, weil da dann ganz am Ende, wenn man halt die 1000 Punkte direkt erreicht, erscheinen halt immer 5 Behus auf einmal oder so. Und denen allen auszuweichen ist gar nicht so einfach. Aber sobald zumindest einer reingeht, dann hat man ja dann quasi gewonnen. Aber wenn da jetzt keine Weißen dabei gewesen wären, sondern nur Rote und Blaue, dann hätte ich sogar vielleicht verkackt. Aber so ging's in Ordnung. Ja, ich würfel aber so einen Mist in diesem Paar zusammen, das gibt's gar nicht. So, Bowser-Versteck. Ich möchte anhalten. Ja. Genau, ich glaube, das ist die Bob-Omb-Aufgabe sogar, oder? Quasi. Mutige herzukommen. Alle Musik können das auch schon, ja? Muhahaha! Ich bin Bowser, bester Bandenboss überhaupt. Und ich bin sein treuer Lakai Mini-Bowser. Wir unterjochen diese jämmerliche Stadt. Die Bob-Ombs können uns nicht aufhalten. Du willst mal ein Duell. Das stimmt. Bowser, der Boss? Hast dich wohl selbst überschätzt. Stimmt, du kennst deine Grenzen nicht. Gewinnst du das Duell, winken dir zwei Gerings. Aber das schaffst du eh nicht. Bist ja noch grün hinter den Ohren. Jetzt ist die letzte Chance zu gehen. Kämpfen, sage ich. Hey, kein Grund auszurasten. Jeher, entspann dich, Mann. Egal, auf ins Duell. Hier musst du raten, ob unsere Karte höher oder niedriger als die letzte ist. Höher oder niedriger? Rätst du dreimal richtig, gewinnst du. Verstanden? Dann lass uns loslegen. Du schaffst das, Meister. Das ist auch ein bisschen seltsam. Das Minispiel hier aber gut. Du gewinnst, wenn du dreimal richtig rätst. Okay, los geht's. So, von 1 bis 10. Eine 5. Triff deine Auswahl mit Steuerkreuz und A-Knopf. Ja, 5 ist halt doof. Weil das genau in der Mitte ist. Aber ist ja gar nicht so genau in der Mitte. Weil darunter gibt es 1, 2, 3 und 4. Und darüber gibt es 6, 7, 8, 9 und 10. Also eine Karte mehr. Deswegen, weil ich Mathematiker bin, alleine von den Wahrscheinlichkeiten her sage ich, dass die nächste höher ist. Yeah! Oh, du lagst mal einmal richtig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich tatsächlich jetzt bei einem Fehler sofort draußen bin. Kann sogar sein. Aber ja, hier natürlich unten. Mhm. Ein zweites Mal. Aber auch wieder in die Mitte gekarrt. Der 1 wäre natürlich besser. Dann wüsste ich es definitiv. Und es ist wieder oben besser. Weil darunter gibt es 1, 2 und 3. Und darüber gibt es... Ah ne, warte mal. Darüber gibt es 6, 8... Doch, genau. 6, 8, 9 und 10. Ja, also 4 Karten darüber und 3 Karten noch darunter. Deswegen oben. Yeah! Easy. Oh, ich habe verloren. Ich bin mir nicht sicher, ob das sogar auch immer gescriptet ist und immer gleich abläuft. Also ob die Zahlen, die auftauchen, immer dieselben sind, wenn man das beliebig oft spielt. Nicht sicher. Kann sogar sein. Aber passt ja. Ich bin bezwungen, wie Schock. Kopf hoch, Meister. Tragen wir es in einem Minispiel aus. Schaffst du es, erhältst du ein Gidding. Oder Giddings. Dann sind sie dein. Wenn nicht, erhältst du eben nichts. Dann musst du alles noch einmal machen. So, und zwar eingekapselt. Lass Deckel auf die Mini-Bowser fallen. Wie viele Mini-Bosses sind im Spiel? 46. Anzahl der Mini-Bosses 46. Super leicht, wie Luftschokolade. Mm. Ruhe da, okay. Lass das Spiel beginnen. So, eingekapselt. A-Deckel, B-Deckel, L-Deckel, R-Deckel. Drück den richtigen Knopf, um die Mini-Bosser in eine Kapsel einzuschließen. Mhm. Ja, das ist auch interessant. Genau, wird nämlich auf ihnen halt angezeigt, was ich drücken muss. Und wenn sie die Pfeile erreichen, dann muss ich machen, weil dann fällt die Kapsel runter und dann kann ich sie eben einkapseln. Oben sehen wir eine mal 5, dass ich da vorsichtig sein muss, denn sobald ich 5 Mini-Bowser durchlasse, habe ich verloren. Also ich darf 1, 2, 3 oder 4 durchlassen, aber nicht mehr. Genau, ich glaube, es ist sogar so, L und R Kapseln sind immer oben, genau, und A und B Kapseln sind immer unten. Ich darf, glaube ich, auch Fehler machen. Also ich darf auch eine Kapsel einfach zu viel setzen, das macht gar nichts. Aber ich darf halt nicht einen Mini-Bowser durchlassen. Und, na komm, ich zeig's mal kurz, wenn ich eine falsche Kapsel nehme bei einem. Zack, dann passiert halt nichts. Er kann durchkommen und aktiviert einen von diesen Hebeln da.
Genau, und Peach kommt schon ein bisschen in Schwitzen. Und sobald die eben alle aktiviert wurden, diese Hebel, dann war es halt. Und ja, das ist ganz lustig, das Minispiel hier, aber das dauert ein bisschen zu lange, finde ich. Weil vor allem, könnt ihr euch ja vorstellen, bei einer großen Anzahl, bei 99 oder so, da dauert es halt 100 Jahre, das Minispiel hier zu schaffen, weil ich halt irgendwie nur alle 3 Sekunden einen einkapseln kann. Und es ist zwar so, dass es schneller wird, je weiter wir kommen, das merken wir auch jetzt, glaube ich, schon ein bisschen, das Rollband ist schon etwas schneller geworden. Das war knapp, als davor. Aber trotzdem dauert das halt ziemlich lange, wir haben jetzt erst die Hälfte. Und deswegen, da gibt es andere Minispiele, die ich da cooler finde. Weil zum Beispiel bei Schleichen gerade eben, das ist echt ein ziemlich cooles Minispiel. Weil das dauert zwar auch länger, je mehr Mini-Bowser es gibt, aber da kann ich halt das Tempo selber bestimmen so ein bisschen. Weil wenn ich halt sehr risky spielen will, dann kann ich halt da sehr schnell durchlaufen und dann dauert es auch nicht so mega lange. Aber hier kann ich halt das Tempo nicht bestimmen, weil das Tempo halt vorgegeben ist von den Rollbändern und wie viele Mini-Bowser kommen. Und deswegen, da gibt es halt spannendere, finde ich. Ja. Jetzt haben wir es aber eh schon gleich geschafft, weil jetzt müsste ich irgendwie jeden zweiten durchlassen dann gleich. Aber okay, jetzt kommt auch sowas mal hier, genau. Das ist dann ein bisschen schwieriger, wenn zwei auf einmal kommen und man dann die richtige Tastenkombination quasi drücken muss. Also R und A gleichzeitig. Das ist dann ein bisschen schwieriger und das kommt gegen Ende hin häufiger mal. Aber ja, ist trotzdem alles machbar, finde ich. So, und gleich haben wir es. Ich verstehe übrigens nicht ganz, warum der Mini-Bowser, der jetzt schon da ist, warum er nicht einfach selber alle 5 drückt. Weil die bleiben ja unten, die Hebel. Naja. Yay. Da-da-da-da-dum. Wunderbar. Gut. Da-dum. Du hast mein Minispiel geschafft. Geschafft. Ich glaub's nicht. Die Ginnings sind dein. Sie gehören alle dir. Da-da-dum. Yay. Und gleich 2 Stück. Flammenfähig. Und Eieruhren. Flammenfähig ist ein nützliches Gerät. Wind und Regen machen dieser Flamme nichts. Fantastisch! Eieruhren ist ein High-Tech-Gerät. Das sind moderne Uhren, brandneu. Mist, ich habe 2 Giddings verloren. Und es waren beides meine Lieblings-Giddings. Mein armer Meister. Vergiss das bloß nicht. Okay. Wunderbar. Gut, dann würde ich aber auch sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Mario Party Advance. Beim nächsten Mal wird es dann vielleicht sogar wieder mit einem neuen Charakter weitergehen. Peach hat ja jetzt auch ein bisschen was machen dürfen. Klubber trainiert für die Duellspiele. Wenn du gut bist, helfen beim Training. Mhm. Und deswegen, das wäre vielleicht ganz passend, beim nächsten Mal wieder einen neuen Charakter zu nehmen. Ihre spezifische habe ich ja auch gemacht mit Lupsch. Und es bleiben eben noch Yoshi und Luigi übrig. Vielleicht nehme ich dann Yoshi beim nächsten Mal. Ich glaube, Yoshi dürfte hier unten nämlich starten, weil hier unten war ich ja noch gar nicht, hier bei diesem Inselgebiet. Und da gibt es auch noch sehr, sehr viele Aufgaben. Wir haben auch schon von ein paar immer gehört. Hier ist der Mathematiker zum Beispiel. Und hier der Blooper, der trainieren will und so. Also ihr seht, da gibt es sehr, sehr viele Aufgaben noch. Hier ist so ein halber Mord passiert, ein versuchter Mord. Also da gibt es auch sehr viel zu tun. Deswegen, das darf dann vielleicht beim nächsten Mal Yoshi machen. Weil ich glaube eben, der startet da unten. Weil Luigi startet halt im Horrorgebiet, was am besten passt zu ihm. Ja, genau. Deswegen beim nächsten Mal dann wahrscheinlich eben Yoshi. Gut. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal.